Es ist die News des Tages. Einer der größten des Weltfußballs hört im Sommer auf. Xavi Alonso, Xavi ist jetzt bei uns. Servus. Servus. Xavi, die Fans wollen natürlich wissen, warum? Warum hast du dich so entschieden? Weil natürlich ist nicht eine einfache Entscheidung, diese Entscheidung zu, zu treffen, aber ich glaube, es ist der richtige Moment. Ich will immer ein bisschen früher als zu spät diese Entscheidung zu treffen. Ich fühle mich noch gut. Ich habe viele Genossen hier, aber es ist der richtige Moment. Wenn man dich spielen sieht mit deinen 35 Jahren, du spielst auf höchstem Niveau noch. Also die Fans denken sich sicher, du könntest auch noch weitermachen. Ja, vielleicht äh, konnte ich äh, weitermachen, aber ich wollte immer äh, in das höchste Niveau verlassen, äh, zu, zu beenden. Äh, äh, bei Bayern zu spielen ist das höchste Niveau in der, in der Welt. Ich bin äh, sehr stolz. Und jetzt äh, will ich äh, bis zum Ende von der Saison äh, genießen. Äh, Kämpfen und hoffentlich äh, etwas äh, sehr, sehr Großes äh, gewinnen. Wie, was würde es dir bedeuten, mit Bayern vielleicht noch mal die Champions League zu gewinnen? Du hast sie schon gewonnen, du hast sie mit Liverpool gewonnen, mit Real Madrid und jetzt noch mit dem FC Bayern. Was würde das dir bedeuten? Ja, das wurde ein Traum für, für mich und äh, für den Club für äh, natürlich. Wir, äh, wir, wir wissen, wie wichtig ist die Champions League ist. Aber auch ist das Wärste. Wir, wir werden gegen die beste Mannschaft in, in Europa äh, kämpfen. Aber wir sind bereit. Äh, gerade sind wir in einer Top-Form und wir wollen äh, weitermachen. Schabi, als du vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren zu Bayern gekommen bist, war es sicherlich auch keine leichte Entscheidung, wegzugehen und nach Deutschland zu kommen. Bist no. du froh, dass du diesen Schritt gemacht ja, hast? Ja, ich, ich bin sehr froh. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz äh, bei Bayern zu spielen, äh, ein Teil von dieser Familie äh, zu sein. Und ich habe viele, viele genossen und ich will äh, so, so weitermachen. Wir sehen hier auch ein paar Bilder der Bayern-Zeit, auch ein paar Bilder deiner Karriere. Wir haben gerade Weltmeisterbilder gesehen. Äh, Xavi, bist du auch stolz auf deine Karriere? Kann man schon sein, oder? Äh, ja, yeah, glaube ich schon, glaube ich äh, so, äh, natürlich. Wenn, wenn ich war, jetzt äh, ist meine äh, siebzehnste Saison, sieb äh, ich habe viele Erfahrungen äh, gelebt mit äh, meinem Heimatclub, äh, Real Sociedad, mit Liverpool, mit Real Madrid, bei Bayern, äh, bei der Nationalmannschaft. So äh, natürlich bin ich äh, stolz äh, ich nie äh, haben gedacht so äh, diese karriere zu, zu haben aber hoffentlich äh, ein bisschen mehr für äh, einige monate noch. Und auch noch eine Sprache gelehrt. Also, dein Deutsch ja, ja, nicht sehr, sehr perfekt, aber. Sehr, sehr, sehr gut. Schau ja, ich. Ich die Fans wollen auch noch wissen, wir wollen wissen, wie es weitergeht im Sommer. Natürlich haben wir jetzt noch ein paar Spiele und wir hoffentlich noch ein paar Titel gewinnen. Aber im Sommer, danach, gehst du zurück? Gehst du, was machst du? Behältst du deine Wohnung äh, hier in ich, München? Ich werde, ich werde jetzt Zeit haben. Etwas, das, das waren viele Jahre, habe ich habe nicht äh, gehabt. Ich will. Äh, Leben genießen, aber ich weiß nicht. Normalerweise gehe ich, 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 ich geh zurück nach Spanien, aber ich fühle, ich fühle Bayern wie, wie meine Heimat und ich, ich will immer die Tour auf haben. Schabi, vielen Dank für das Interview, danke dir und ich bin mir sicher, dass du München auch im Sommer danach ab und zu noch erhalten wirst. Sicher, ich, ich werde zurückkommen. Vielen Dank. Vielen Dank.